Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, was eigentlich das Lineare bei den linearen Abbildungen oder bei den linearen Funktionen ist. Und dass es nicht nur was mit Vektoren zu tun hat und ich hoffe, dass einige Sachen dann ein bisschen klarer werden, die mir am Anfang unklar waren. Wenn man sich das in irgendwelchen Schulbüchern oder sowas anguckt, findet man wahrscheinlich irgendwas in diese Richtung. Abgesehen davon, dass das f eigentlich klein sein müsste. Da steht dann sowas wie f x plus y ist dasselbe wie fx plus f von y. Und f ax ist dasselbe wie a mal fx. Was das bedeutet ist, eine lineare Funktion ist eine Funktion, in die ich, übrigens, eine weitere Erklärung kommt gleich noch, ich will erstmal nur kurz auf dieses Beispiel eingehen. Eine lineare Funktion muss diese Eigenschaften hier haben. Und zwar die Eigenschaft, dass ich, wenn ich zwei Werte habe und die zusammenrechne, also sie zusammen addiere und sie in die Funktion tue, müssen sie den gleichen Wert ergeben, wie wenn ich sie einzeln in die Funktion tue und später erst addiere. Und hier ist es so, dass a steht für irgendeine Konstante, zum Beispiel eine 5. Und wenn ich mir irgendeinen Wert ausdenke, dann muss es möglich sein, dass ich diesen Wert mit irgendeiner Zahl, zum Beispiel der 5, multipliziere und dasselbe Ergebnis erhalte, wie wenn ich nur irgendeine Zahl in die Funktion tue und es dann nachher erst multipliziere mit der 5. Okay, so viel erstmal zur Theorie. Dann würde ich sagen, wir gucken uns einfach mal an, was ist denn eigentlich linear? Was ist denn linear an dieser Funktion? Und dazu brauchen wir ein Koordinatensystem. So, und wir brauchen am besten mal eine Funktion, die wir definieren. Dazu rutsche ich das mal ein bisschen runter hier. So, oder doch wieder hoch. Wir nehmen einfach mal diese Funktion hier. Die ist definiert als fx ist gleich 2x. Das heißt, wenn ich hier eine 2 rein tue, kommt eine 4 raus. Wenn ich eine 4 rein tue, kommt eine 8 raus. Wenn ich eine 5 rein tue, kommt eine 10 raus. So. Und ich mache das jetzt einfach mal hier mit irgendwelchen Pfeilen. Sagen wir, wir schreiben uns das mal auf oder auch nicht. Wir tun da eine 2 rein. Deswegen, ich male hier mal einen Pfeil von 2. Das kann man sich dann hoffentlich ein bisschen besser vorstellen. Wir können den auch mal ein bisschen dicker machen. So. Jetzt tue ich den in diese Funktion rein. Achso, ich sollte da noch was dran schreiben. Nein, brauche ich nicht. Also das ist unser Zweierpfeil. Diesen Zweierpfeil tun wir jetzt in die fx-Funktion rein. Der macht dann mal 2, also macht dann eine 4 draus. Und ich schreibe das am besten doch mal hin. So, also ich hoffe, das ist klar. Wir haben hier einen Pfeil, der ist 2 lang. Warum das jetzt ein Pfeil ist, ich habe mir das jetzt einfach so vorgestellt wie auf einem Zahlenstrahl, wenn man irgendwie hier so ein echtes Koordinatensystem hat, nicht was ich jetzt hier hingemalt habe, sondern sowas mit X- und Y-Achse. Und normal hat man ja irgendwie lineare Abbildungen als Vektoren und sowas. Und dann gehen wir jetzt davon aus, wir gehen nur hier in die eine Richtung, nämlich die X-Achse. Deswegen habe ich es mal als Pfeil gemacht. So, machen wir einfach weiter. Also wir haben dann eine 2 reingetan, kommt eine 4 raus, ist super. Dann tun wir jetzt mal eine 3 rein. So, und wenn wir eine 3 rein tun in die fx-Funktion mal 2, kommt da 6 raus. Das malen wir jetzt einfach mal hin. Wir können auch nochmal nachzählen. 1, 2, 3 Kästchen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kästchen. Okay, das ist klar. Und jetzt kommt der Clou an dem Ganzen und das ist die Sache, wo das Ganze linear wird. Und zwar, wenn ich diesen Pfeil, der hier oben ist, einfach immer länger mache, dann wird der unten auch immer länger. Also um das jetzt in der Länge nicht zu strapazieren, wenn ich hier eine 4 reinmache ans Pfeil, dann kommen natürlich 2 mal 4, 8 raus. Und wenn ich hier eine 5 reinmache, dann kommt da als Ergebnis 10 raus. Und wenn ich hier eine 6 reinmache, dann kommt da als Ergebnis 12 raus. Und was man jetzt hier sieht, ist, für jedes was ich hier, also ich sag mal, das ist so ein Video, verdammt schlecht zu zeigen. Also dieser Zweierpfeil, wenn der immer weiter wächst, dann wächst der Viererpfeil passend dazu immer weiter. Man kann das im Grunde damit vergleichen, dass wenn ich hier so eine Linie nehme, dann sieht man, dass hier diese Linie immer weiter nach unten wächst. Und jetzt auch mal farbig und fett. Und wenn wir diese gleiche Linie auch nochmal hier ranzeichnen, dann stellen wir fest, dass es mit jedem Pfeil wieder an der Spitze ist. Nämlich dieser Pfeil, dieser Pfeil, dieser Pfeil, dieser Pfeil und dieser Pfeil. Und man sieht jetzt auch, diese Linien, die grünen, diese blauen, türkisen, die gehen so ein bisschen auseinander. Das soll uns aber nicht stören. Wichtig ist nur, dass diese Linie immer gerade geht. Sie ist also linear. Und das ist der große lineare Schritt dabei. Das ist die große Linearität. Das heißt, lineare Abbildung bedeutet eigentlich nur, dass umso größer die Zahl wird, die drin ist, desto größer muss passend dazu auch die andere Zahl werden. Die darf nicht irgendwie eine Kurve machen. Hier darf nicht irgendwie einen Knick geben oder sowas. Hier darf nicht, wenn ich eine 4 reinmache, plötzlich eine 200 rauskommen und bei der 3 eine 6 und bei der 5 eine 10.
Das wäre dann nicht mehr linear. So viel zum Thema, das hier ist linear. Was wäre denn jetzt mal nicht linear als Beispiel? Das war immer das Problem. Was ist denn eigentlich nicht linear? Dann machen wir doch mal einfach eine neue Funktion und die sagen mir einfach, fx ist gleich 5. Das heißt, wenn ich hier eine 2 reintue, kommt eine 5 raus. Wenn ich hier eine 5 reintue, kommt eine 5 raus. Wenn ich hier eine 10 reintue, kommt auch eine 5 raus. Wenn ich hier eine 100 reintue, kommt auch eine 5 raus. Und das können wir einfach mal aufzeichnen, genauso wie eben. So, wenn ich hier eine 2 reintue, der Pfeil von eben, dann kommt da eine 5 raus. Steht ja hier. Soll eine 5 rauskommen. So, dann tun wir mal eine 3 rein. So, wenn wir da eine 3 reintun, dann kommt da auch eine 5 raus. Genauso wie oben. Und jetzt tun wir einfach mal eine 4 rein. So, und wie unerwartet, es kommt auch eine 5 raus. Dann können wir jetzt auch mal hier diese Linien wieder ziehen. Wir haben also hier unsere eine ziemlich lineare Linie. Wir können die ruhig auch mal weiter runterziehen. Dann wüssten wir, wie es weiterginge. So, und dieselbe Linie ziehen wir einfach mal für hier jetzt. So, was wir also sehen ist, naja, man könnte jetzt sagen, okay, das geht ja auch irgendwie linear nach unten. Aber der Hauptpunkt ist ja, wenn diese Linie hier größer wird, muss diese hier entsprechend passend dazu wachsen. Also irgendwie müssen die in Abhängigkeit stehen. Das tun sie aber gar nicht. Also wie man sieht, hier wird es immer größer, hier wird es immer größer. Es kann natürlich auch sein, wenn man jeweils eine andere Funktion hat, die könnt ihr auch durch 2 teilen, dann könnte das immer kleiner werden. Aber es muss immer im Verhältnis zueinander stehen. Und das tut es hier nicht. Hier ist es nämlich einfach immer 5. Und das ist das große Problem. Und das ist erstmal der wichtige Teil, den man verstehen muss. Und dann können wir jetzt mal gucken, was es denn eigentlich mit diesen Dingern hier oben auf sich hat, die ja irgendwie in erster Linie mal so gar nichts damit zu tun haben oder zumindest scheinbar damit gar nichts zu tun haben. Dazu würde ich den Teil hier auf der linken Seite erst nochmal wegmachen, den holen wir uns dann nachher wieder. So, was sagt uns jetzt dieser Teil? Wir machen den da mal rüber. Also nochmal, wenn wir zwei Zahlen addieren und diese in die Addition, das Ergebnis der Addition in diese Funktion reintun, dann soll es dasselbe ergeben wie die zwei einzelnen. Das machen wir einfach mal mit der 2 und der 3 hier drüben. So, wir haben also 2, sagen wir x ist 2 und y ist 3. Und dann kriegen wir, zusammen haben wir eine 5. Und jetzt tun wir diese 5 in die Funktion rein. Unsere Funktion ist immer noch definiert als 2x. Also verdoppelt sie den Pfeil einfach nur. Wir ziehen den einfach mal direkt hier runter. Und dann haben wir als Ergebnis 10. Und ich schreibe das mal hier hinten hin. Warum steht jetzt hier eine 5? Weil ich habe das einfach mal so schnell hier zusammengerechnet. Stimmt ja auch. So. Und jetzt gucken wir uns das einzeln an. Was würde denn passieren, wenn wir das hier einzeln reintun in die Funktion? Wir haben hier unsere Funktion gehabt. F mit 2 ist gleich 4. Das heißt, wir holen das uns mal rüber. So. Und dann haben wir hier noch die Funktion gehabt, wenn wir die 3 reintun in die Funktion. Das wäre ja dann diese 3 hier. Dann kommt da 6 raus. Die holen wir uns auch mal rüber. So. Und das entspricht jetzt genau dem, was wir hier gemacht haben. Wir haben uns die 2 rübergeholt. Das ist hier. F2 ist gleich 4. Und dann haben wir uns die 3 rübergeholt. Und das gibt dann 6. Das heißt, wir haben jetzt die einzelnen genommen. Und jetzt gucken wir, wenn wir die zwei addieren, was dann rauskommt. So, und dann sehen wir hier, wenn ich die mal alle zusammenstecke als Addition, dann kommt da genauso wie hier einfach 10 raus. Also stimmt das? Tatsächlich. Jetzt mal ganz abhängig davon, dass es irgendwelche coolen Formeln hier sind. Wir merken uns einfach mal, dass das Ganze hier stimmt. Und jetzt machen wir dasselbe mal hier für den anderen. Dazu würde ich aber den Teil hier wieder wegmachen. Außer die zwei da oben. Und dann holen wir uns den Teil mal rüber. So, was sagt uns das? Also wir haben eine Zahl. Wir können die im Grunde hier weglassen. So, wir haben eine Zahl. Wenn wir die mit irgendeiner anderen Zahl multiplizieren, und dann gibt das Ergebnis der Funktion dasselbe, wie wenn wir es erst in der Funktion ausrechnen lassen und es dann nachher multiplizieren. Sagen wir, die Zahl, die wir hier haben, machen wir eine 5 draus. So, ich schreibe bewusst die 5 ohne Pfeil hin, weil die 5 ist ein Skalar, will ich mal sagen. Also einfach nur irgendeine ganze Zahl oder eine halbe Zahl oder eine Viertelzahl, keine Ahnung. Ist egal. Jedenfalls, da man ja meistens mit Vektoren arbeitet, ist dann dieses a eben eine Konstante und kein Pfeil mehr. Also denken wir uns das Ganze einfach mal als 5. Und dann machen wir das einfach mal genauso wie eben. Wir rechnen also jetzt erstmal diesen Teil hier aus. Upsala. Das wäre dann a ist 5 und x ist 2. 2 mal 5 sind 10. So, ich habe es auch gerade nochmal zurechtgerückt, weil wir sonst hinten in der Bredouille kommen. Gut, wenn wir diese 10 jetzt in die Funktion reintun, was kommt dann raus? 2x. Wir malen es uns mal hin. Wir haben also hier den 10er Pfeil einmal und wir haben ja 2 mal x. Also machen wir uns den 10er Pfeil einfach noch ein zweites Mal hin. Und dann stellen wir fest, wie unerwartet, das ist ja 20. So, und jetzt probieren wir das mit der anderen.
So, wir haben jetzt hier eine Funktion und wir tun jetzt nicht irgendwie das mit dem Machen, sondern wir machen jetzt erstmal nur die 2 in die Funktion. So, was macht die 2? Die macht uns diesen Pfeil, upsala, die Funktion sagt einfach nur 2x, also 2 mal diese 2 hier. Machen wir dann zweimal hin. Und das ist das Ergebnis der Funktion. Im Zweifelsfall einfach nochmal hier gucken. So, ist genau dasselbe. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier das. Und jetzt multiplizieren wir das, wie es jetzt hier steht, nochmal mit unserer Konstanten 5. Das machen wir einfach mal. Und zwar haben wir hier einen Pfeil. Und den müssen wir jetzt 5 mal nehmen. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt stellen wir fest, es ist ja tatsächlich auch wieder dasselbe wie das. Das heißt, das, was wir eben berechnet hatten, was diese zwei Pfeile sind, ist dasselbe wie das, was wir hier berechnet haben. Stimmt also auch wieder. Okay, wir wissen also jetzt, dass was wir hier uns angeguckt haben mit dem linearen Zeug, gibt auf jeden Fall immer das. Und ich weiß, das Video wird unglaublich lang, aber ich würde das Ganze jetzt auch nochmal mit der anderen Funktion durchgehen. So, wir erinnern uns hier an die andere Funktion. Dann mache ich mal das tolle, die lineare Abbildung weg. Und das machen wir auch mal weg, das brauchen wir alles nicht. Und dann gucken wir uns das mal an, wie es hiermit aussieht. Zugunsten der Geschwindigkeit ein bisschen vorbereitet. Wir gucken uns also wieder die Gleichung an mit dem Plus. Dann haben wir hier wieder unsere zwei Pfeile. Das sind dann einfach hier unsere zwei Werte, die wir da reintun. Und die addieren wir einfach mal zusammen, jetzt wieder zusammen. Und ja, in dem Satz waren zwei zusammen drinne. Dann haben wir 5 und das tun wir einfach mal in unsere Funktion. Die Funktion sagt, alles was reinkommt, wird einfach zu 5. Was ist also das Ergebnis? 5. So, dass jetzt hier eine 5 steht und da eine 5 steht, braucht uns eigentlich nichts interessieren. Und jetzt machen wir das gleiche hier mal einzeln. Jetzt machen wir nämlich diese Seite. Und dann gucken wir uns erstmal diesen Pfeil an. Was passiert, wenn wir also die 2 in die Funktion hier reintun? Sehen wir schon hier. Wir kriegen also den Pfeil 5 raus. Wir holen uns den mal rüber. Und das holen wir uns auch mal rüber. So. Jetzt tun wir das andere noch in die Funktion. Das wäre dann unser Dreierpfeil hier. Das ist dieser Pfeil hier. Fangen wir auch mal dran. Und das können wir uns auch direkt rüberholen. So, und jetzt sagt er, wir müssen ja diese zwei Ergebnisse noch addieren. Das heißt, wir addieren das hier und wir addieren. Oh, das war zu viel. Und wir addieren das noch drauf. Und dann kommt raus, wir sehen, der Pfeil hier ist ja 10 lang. Ich glaube, ich brauche das nicht dran zu schreiben. Und jetzt sehen wir, dass dieser Pfeil, der diese Seite hier war, und diese zwei Pfeile, die ja jetzt diese Seite hier sind, unterschiedlich sind. Die sind ja unterschiedlich lang. Das heißt, das hier ist gar nicht erfüllt. Das merken wir uns jetzt einfach erstmal. Und dann gucken wir uns einfach mal das zweite noch an. Dazu machen wir das hier wieder alles weg. Und ich habe jetzt oben die Formel auch schon wieder geändert. Das ist die nächste Formel, die drankommt. Das ist der untere Teil. Und jetzt gucken wir uns das gleiche mal mit der 3 an. Übrigens, nochmal kurz wieder zwischendurch. Diese Formeln haben erstmal nichts mit diesem Linearzeug zu tun. Wir rechnen die einfach nur durch. Die sind einfach irgendwo gegeben in unserem Buch und wir gucken mal, was dabei rauskommt, wenn wir unsere lineare Abbildung bzw. lineare Funktion und unsere nicht-lineare Funktion da reintun. Und genau das machen wir jetzt mal. Wir gucken uns also an, dass diese Konstante, also die 3 und die x, also die 2, wenn wir die zwei multiplizieren und in die Funktion reintun, was kommt denn da raus? Machen wir doch mal. 2 mal 3, das ist 6. Das wissen wir. Wenn ich jetzt 6 in die Funktion hier reintue, die Funktion sagt, was ich reintue, wird zu 5, kommt nachher, oh, das war falsch, kommt nachher eine 5 raus. Wie unerwartet. Ich will das mal farblich markieren hier. So, das bedeutet, ach so. So, ich habe beides jetzt mal farblich markiert. Das heißt, das ist die 5, die wir rausbekommen, wenn wir das hier, nämlich das Ergebnis aus 2 mal 3 in die Funktion reintun. Und was bekommen wir jetzt raus, wenn wir das einzeln machen? Sagen wir tun 2 in die Funktion rein. Und wenn wir 2 in die Funktion hier reintun, dann kommt ja 5 raus. Also kommt da 5 raus. Können wir uns einfach hier so hinschreiben. Jetzt sind wir aber noch nicht fertig, weil wir müssen das Ganze ja noch mit a multiplizieren. A ist 3, also nehmen wir diesen Pfeil. Nochmal 1, 2, oh, das war ein bisschen falsch. Und 3, der ist ein bisschen verrutscht hier. So, dann machen wir mal das Zwischenergebnis hier weg. Jetzt vergleichen wir diese Seite mit dieser Seite und dann stellen wir fest, hier ist 5 und hier ist 15. Die sind aber nicht gleich. So, wir haben also jetzt festgestellt, dass in diesem Bild, wenn wir diese Gleichung hier angucken, dann ist es bei einer nicht-linearen Abbildung so, dass das nicht übereinstimmt hier.
Und wenn wir nochmal ein Bild zurückgehen, wir hatten vorher die andere Gleichung, auch mit der nichtlinearen Abbildung. Da haben wir auch festgestellt, das stimmt ja irgendwie nicht. Dann hatten wir hier nochmal die zwei linearen Abbildungen im Test und die haben beide gestimmt. Ich gehe nochmal ganz zurück zur allerersten. So, was ist also jetzt, was ist die Schlussfolgerung davon? Jetzt sagt uns das Mathebuch, dass eine lineare Abbildung ist dann eine Linie oder eine Abbildung oder eine Funktion ist dann linear, wenn diese zwei Kriterien zu treffen. Aber aus meiner Sicht stimmt das gar nicht so. Das ist die falsche Art und Weise, das Ganze auszudrücken. Ich finde, es ist viel einfacher, es auszudrücken oder viel verständlicher, es auszudrücken, wenn man sagt, dass das sind die Eigenschaften einer linearen Abbildung. Das heißt, eine lineare Abbildung ist eine lineare Abbildung oder eine Abbildung ist dann linear, wenn sie zum Beispiel hier mit der Größe des Pfeiles immer, sag ich mal, proportional, heißt das so, immer auch größer wird. Das heißt, wenn das größer wird, wird das größer. In dem Fall zum Beispiel wird es ja nicht größer. Oder wenn das kleiner wird, dann muss das kleiner werden. Oder wenn das größer wird, dann wird das im gleichen Maßstab kleiner. Aber das Verhältnis ist immer dasselbe. Das heißt, man könnte hier, wenn man egal welche Funktion zieht und diese Pfeile zeichnet, kann man immer so Linien auch zeichnen. Keine Wellen und sowas. Oder nicht wie hier, keine Konstante. Also das steht ja in keinem Verhältnis hier. So, wenn wir so eine Funktion haben, die, wenn sie hier größer wird, dann wird sie hier auch größer. Wenn wir so eine Funktion haben, dann kann diese Funktion außerdem dieses Kriterium hier erfüllen. Dann ist das hier tatsächlich eine wahre Aussage. Und das hier ist auch eine wahre Aussage. Wenn wir irgendeine beliebige andere Funktion haben, die nicht linear ist, dann sind diese Aussagen hier oben falsch. Also im Grunde das, was die Mathematik sagt, einfach umdrehen. Ich finde, man kann sich das gut vorstellen, wie wenn ich mir einen Menschen angucke. Ich gucke mir einen Menschen an und weiß, es ist ein Mensch. Ich überprüfe es nochmal. Hat der ein Gesicht, zwei Arme, zwei Beine? Ja, hat der. Okay, dann ist ein Mensch. Okay, ich will jetzt mal nicht hier auf irgendwelche Minderheiten, das soll jetzt nicht irgendwie diskriminierend wirken, aber gehen wir mal davon aus. Und ich gehe ja normalerweise nicht zu jemandem hin und gucke ihn an und sage, okay, der hat zwei Beine, zwei Arme und ein Gesicht, das ist ein Mensch. Sondern ich identifiziere ihn erst als Mensch. Und so sehe ich das hier auch. Also ich sage erst, das hier ist meine Funktion, das ist eine lineare Abbildung. Und die hat übrigens die Eigenschaft das hier. Und jetzt kommt der Clou dabei und deswegen macht die Mathematik das so. Das ist ein Identifikationsmerkmal. Das heißt, das kann eigentlich keine andere Funktion. Und deswegen muss die Abbildung bzw. die Funktion in diesem Fall dann linear sein. Und deswegen dreht sie auch die Sache rum. Aber eigentlich ist es so, wenn hier diese Zahl, die ich in die Funktion reingebe, größer wird, dann muss auch die andere Funktion, da muss auch das Ergebnis immer größer werden, beziehungsweise kleiner, je nachdem, ihr könnt ja auch ein halb stehen oder sowas. Und man kann jetzt dieses Beispiel auch, ich will es jetzt in diesem Video nicht zeigen, auch mit zweidimensionalen oder dreidimensionalen oder fünfdimensionalen Pfeilen weitermachen. Also dann im Sinne von Vektoren oder sowas. Und es würde immer genau dasselbe bleiben. Wenn die einen Zahlen steigen, steigen die anderen Zahlen auch. Oder wenn die einen Zahlen fallen, dann fallen die anderen auch. Oder wenn sie steigen, dann fallen sie, aber in gleichem Maße und sowas. Also sowas wie hier, so was Konstantes oder sowas, das geht ja gar nicht. Das fällt ja, das steigt ja nicht oder fällt ja nicht irgendwie mit der Eingabe hier. So, also ich habe einfach mal versucht, es so zu erklären, wie ich es jetzt verstanden habe mit dem Ganzen. Und vielleicht hilft es ja irgendeinem da draußen. Ansonsten vielen Dank fürs Gucken und diesmal musste ich leider außerhalb der PowerPoint-Präsentation sein, damit ich die Pfeile irgendwie gerade hier hinkriege, sonst wird das alles schepp.